Die Zahlen, die die Diözese Eichstätt präsentiert, zeigen, sie steht gut da. Das Bistum besitzt eine solide Finanzgrundlage und kann mit Vorsicht, aber auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Die Diözese hat ihren zweiten Finanzbericht veröffentlicht. Die Bilanz wurde erstellt nach den Regeln des Handelsgesetzbuches und präsentiert alle Zahlen zu Einnahmen und Ausgaben der Diözese aus dem vergangenen Jahr. Neben dem Bistum haben auch die übrigen diözesanen Rechtsträger eine Bilanz erstellt und veröffentlicht, darunter der bischöfliche Stuhl, das Eichstätter Domkapitel und das bischöfliche Seminar. Ein wichtiger Baustein bei der Transparenzoffensive der Diözese. Wir haben uns der Transparenz verschrieben und zur Transparenz, glaube ich, und zu Vertrauen gehört dazu, dass man tatsächlich alle Zahlenwerke offenlegt, weil ansonsten immer ein Verdacht bleibt, dass in den Rechtsträgern, die man nicht veröffentlicht hat, irgendwas verborgen werden soll. Und insofern denke ich, ist es der richtige Schritt, nicht zu unterscheiden, sondern alle tatsächlich offen zu legen. Die Bilanzsumme der Diözese beläuft sich für das Jahr 2018 auf rund 575 Millionen Euro. Mit gut 116 Millionen Euro stellt die Kirchensteuer die größte Einnahmequelle des Bistums dar. Insgesamt kam die Diözese im Jahr 2018 auf Einnahmen und Erträge, auch aus Beteiligungen und Zinsen, von rund 178 Millionen Euro. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von rund 176 Millionen Euro gegenüber. Mit über 81 Millionen Euro investierte das Bistum den größten Teil des Geldes in das Personal, in Seelsorge, Schulen und Ordinariat. Aus der Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein Überschuss von 1,8 Millionen Euro. Insgesamt ein gutes Ergebnis, auf dem sich die Diözese aber nicht ausruht. Das ist eine gute, aber auch eine nüchterne Bilanz, dass wir zwar keine großen Probleme haben, aber dass wir für die Zukunft wirklich gut wirtschaften müssen. Um nochmal, das Ziel ist, dass wir pastoral wirklich die Unterstützung gewährleisten können, personell und materiell. Die Vertreter des Bistums stellten auch neue Anlagerichtlinien vor. In ihnen ist geregelt, wie und in welchen Bereichen die Diözese Eichstätt Investitionen tätigt. Im Mittelpunkt der Selbstverpflichtung stehen die moralische und ethische Vertretbarkeit der Investitionen und ihre ausnahmslose Transparenz. Nur so lassen sich ethisch nicht vertretbare Investitionen vermeiden. Da geht es um Menschenrechtsverletzungen, da geht es um ethische Aspekte, Waffen und so weiter. Da gibt es viele Beispiele. Das ist sehr, sehr detailliert ausgearbeitet und das sind die Kriterien, die die Maßgabe sind. Das sinnvolle Wirtschaften auf einer guten finanziellen Grundlage, ein realistischer Blick auf die Finanzierung der Kirche in Zukunft und Investitionen nach christlichen Werten. So lautet das Fazit des Finanzberichts für das Jahr 2018 im Bistum Eichstätt.